So. Wir haben heute schon sehr viel gelernt in dieser Sendung. Haben dich diese Tour-Anekdoten auch nochmal inspiriert, noch mehr auf Tour zu gehen? Also ich weiß auf jeden Fall, was ich mitnehme, wenn ich auf den Flur gehe im Hotel. Also das ist ein Stift. Und diese blöden Scheckkarten funktionierten ja nie. Ja, das also, stimmt. Wenn man nackt auf den Flur geht, mit der Scheckkarte bringt das auch nicht. Also da sollte man vorsichtig sein. Aber mein Tourleben ist nicht lange nicht so aufregend wie das von Aber Ralf. Du bist ja selber auf Tour, das wird ja nun wirklich auch viel gefeiert, deine Lesungen. Ist das etwas, wo du sagst, da möchte ich gerne noch mehr von machen? Oder, Naja, nach 2 Jahren nichts machen ist noch mehr machen, einmal auftreten. Ja, das würde ich dann schon noch mal ganz gerne machen. Und tatsächlich findet meine Tournee auch wie seine ja auch demnächst wieder statt, also Ende März. Also in Paderborn ist, glaube ich, der erste Auftritt Ende März. Da bin ich wieder auf Tour. Das sind allerdings alles Nachholtermine noch aus 2020. Wahnsinn. Ich weiß nicht, wir leben ja in einer Welt, in der man alles Mögliche nachholt. Ich weiß nicht, ob Hochzeiten nachgeholt werden, Beerdigungen, endlich kommt jemand und beerdigt die mal alle oder was auch immer alles nach, an die ganzen Familienfeste. Es sind ja nicht nur die Tourneen, die jetzt wieder möglich sind. Und ich muss da tatsächlich aufpassen, dass es nicht so abgestanden wirkt. Ja? Die Tournee, die ich jetzt nachhole, die muss ich zu mindestens der Hälfte alles nochmal machen, das Programm umschreiben, weil sich so viel ja auch getan hat. Weil ich mache so viele politische Texte, Merkel gibt es nicht mehr, was soll ich groß noch über Merkel sagen, das Ding ist abgeschlossen. Trotzdem gibt es die Leute aus der Merkel-Zeit noch zum Teil. Die sind ja zum Teil jetzt in der Regierung. Ich glaube, einer ist Kanzler sogar geworden aus der Merkel-Zeit. Also da ist ja noch viel weiter gelebt worden. Ja. Aber wir haben uns sehr stark geändert. Die Leute in der Politik sind oft die gleichen geblieben, werden zu Teil exhumiert, wie wir gerade sagen, Friedrich Merz. Und die sind ja wieder da. Er erfindet sich ja auch ein bisschen. Die alte verdorrte Sauerlandfichte ist es nicht mehr. Er ist jetzt wieder der Moderne mit 2 eigenen Privatflugzeugen. Endlich mal einer, der überall hinkommt und nicht mit der Lufthansa fliegen muss oder mit der Luftwaffe. Also alles gut. Aber die Leute haben sich zum Teil neu erfinden müssen durch die Sachzwänge der Politik, die sich ergeben haben. Wir haben aber, glaube ich, die 16 Jahre für uns abgeschlossen. Und das ist eine Phase, die ist von Merkel, hat uns begleitet. Es gibt ja Leute, die heute, sagen wir mal, Mitte 20 sind, die wissen nicht, dass es Kanzler gibt, die auch mal aufhören bei uns. Das ist für die eine neue Erfahrung. Und die Merkel-Zeit ist für uns so, in der direkten Rücksicht war die so eine Zeit, ja, eine paralytische Zeit. Da ist ja gar nicht so viel passiert. Aber wenn man genau hinguckt, ist es nicht nur Finanzkrise oder die sogenannte Flüchtlingskrise. Es ist nicht nur der Brexit oder Grexit, hätten wir auch beinahe gehabt. Wir haben auch so viele Sachen, die sich geändert haben. Zum Beispiel Work-Life-Balance. Mhm. Ein Wort, was mein Opa, der kein Englisch sprach, aber auch sonst nicht verstanden hätte. Es gab etwas wie Hügge, weiß das doch jemand, was das ist? Ja, das ist, ich weiß, was das ist. Das ist ja quasi so Gemütlichkeit. Ja, aber nach Lockdown, nach Mega-Hügge hat keiner mehr Bock auf Brettspiele laufen den ganzen Abend. Also es hat sich so viel getan. Oder Ice Bucket Challenge, so absurde Dinge. Oder dass Menschen kaputte Hosen neu kaufen für 180 Euro, ja. Wenn es billig ist. Ja. Skinny Destroyed Jeans, ja, was für ein Irrsinn. Ja. Das hat auch was Anmaßendes gegenüber Leuten, die tatsächlich kaputte Hosen nur haben. Ich fand, das war so eine arrogante, wir sind die Reichen, ihr seid die Doofen und wir klauen euch sogar die Kultur. Samira nickt schon. Und kulturelle Aneignung ist ja eine Erfindung der letzten 3 Jahre als Wort, aber es gab es schon immer. Es gab schon immer die Musik der Armen, die Kleidung der Armen haben sich die Reichen angeeignet und haben das weiterentwickelt oder für sich dann als Kultur ausgegeben. Ja. Das alles ist in der Merkel-Zeit passiert. Ich glaube, es gibt für diese Merkel-Zeit ja eigentlich, also ich meine, Merkel-Luzern ist natürlich ein toller Begriff, aber ein einendes Gefühl für diese 16 Jahre kann es ja eigentlich nicht wirklich geben, oder? Nee, das Einigende, das glaube ich auch nicht. Es ist sehr viel Unterschiedliches passiert, aber es ist so viel, dass für uns heute selbstverständlich ist, was damals erst verstanden ist. Autos heißen Verbrenner plötzlich. Wir denken an Hexen, die irgendwo rumschmoren. Ja. Es ist so viel mit Worten passiert. Ich habe gerade wieder ein neues Wort gelernt, atomare Teilhabe. Ja. Das ist nicht, dass wir die Atommaler wieder anmachen, sondern dass wir auch Atombomben transportieren mit neuen F-35-Bomben. Aber wahrscheinlich seit 40 Jahren nicht mehr gehört den Begriff, weil es halt einfach kein Teilhabe, Thema war. Teilhabe wäre etwas, dass man mitmachen kann, dass man in der Schule auch aufgenommen wird oder in der Familie die Schwiegermutter einen mag. Das war früher Teilhabe. Aber jetzt ist, wenn man Atomwaffen hat. Ja. Oder gerade hier in Köln ja das Wort Brauchtumszone. Das war schön. Ja. Das war wirklich schön. Und bin ich da gar. Ich dachte, das war ein anderes Wort für DDR, aber nein, es ist Köln. Direkt fürs Kreml notiert, das Wort, ne?
Das ist ein schönes Wort. Das ist toll. Ja. Es in Niedersachsen ein sehr populäres Wort war letale Entnahme. Das war was ist da passiert? Da werden Wölfe abgeschossen. Aber wohl letale Entnahme, ist es sowas von, ja, das ist schon so letale, fast Nazi-Euphemismus so von den Wörtern. Ja. Letale Entnahme ist natürlich ein ganz wunderbarer weit, Begriff. Ganz weit, ja. Aber wo du gerade über die Ära Merkel sprichst, das Buch ist ja nun erschienen. So. Gerade was wir jetzt erleben, diese kollektive Putin-Abnabelung, erweckt das in dir manchmal den Wunsch, ach, hätte ich so ein Kapitel, hätte ich eigentlich noch mehr schreiben können, weil vieles ja jetzt rückabgewickelt wird. Ja, ich bin ja ein positiver Mensch, genau wie Burkhardt auch. Ich denke, ich schreibe das nächste Buch, das Putin-Lyzeum, das hoffentlich nur 3 Monate gedauert hat. Aber ich glaube, es ist gerade rechtzeitig erschienen, weil es damit abgeschlossen hat. Wir hatten ja den Eindruck, naja, nach Merkel kommt Merkel als Mann und alles geht so weiter. Mhm. Also wir tun so, ja, Klima, schön und gut, also die Friday-Blagen, die hören auch irgendwie wieder auf. Dann nennen sie sich Attack, dann nennen sie sich Aufbruch der letzten Generation. Ja, ja, geht mal wieder spielen. Mhm. Und alles ist so. Und dann kaufen wir uns E-Autos als SUV, ist da auch ganz schön, ja. Und wir machen einfach nur so weiter dann mit Scholz. Scholz kennen wir schon, der war bei ihr schon der Großvisier, also den ziehen wir auch mit durch. Und es ist alles toll wieder. Und dann kommt plötzlich ein kompletter Irrer aus den Weiten der Tundra und sagt, Ende im Gelände, jetzt machen wir mal was Irrationales. Und wir überfallen mal ein Brudervolk und rotten das mal aus. Ja. Und dann denken wir, ach, guck mal an, das betrifft uns ja auch. Mhm. Also nicht nur, dass das Gas jetzt weniger wird oder teurer wird, dass wir plötzlich 2,30 an der Tankstelle lesen und dass die Bild-Zeitung gleichzeitig eine Benzinpreis... Spritpreisbremse fordert und den Haushalt stabilisieren will. Und dieser Widerspruch fällt natürlich den Bildlesern kaum auf, aber es ist einer da. Und der Digitalisierungspapst Christian Lindner sagt, ja. Jetzt gibt es demnächst Tankstellen. Also ja, und er weiß nicht, dass die auf Thermopapier sind und in irgendwann vergehen. Und wenn er die ganzen, wenn die alle eingeschickt werden, ich glaube, ganze Hallen angemietet, wo irgendwelche Bons von Tankstellen sortiert werden müssen, ABM-Stellen werden eingerichtet. Und das in einer digitalen Welt. Also wir haben auch gemerkt, dass wir die letzten analogen Honks sind auf dieser Welt. Ja, also. Ja, das stellen wir ja. Das stellen wir sowieso fest. Aber in deinem Buch sind ja wirklich wahnsinnig viele Begriffe, die man ja einfach auch erfolgreich schon wieder verdrängt hatte. So, Obergrenze, Heizpilze. Dann hast du natürlich, klar, Friedrich Merz steht auch drin. Aber darf ich kurz unterbrechen? Ja, bitte. Atmende Obergrenze, das andere Kackwort, was es wirklich gibt. Da haben die tatsächlich gemerkt, naja, wir müssen die Flüchtlinge, wir können nicht ungefähr jedes Jahr 1,5 Millionen reinlassen, das läuft irgendwie nicht. Aber eine Obergrenze funktioniert auch nicht, alleine wegen der UNO-Richtlinien und solchen Sachen geht das nicht. Und da hat, glaube ich, es war, Seehofer hat das Wort erfunden, die atmende Obergrenze. Also was ist das jetzt? Eine Grenze, die dauernd verschoben wird oder die mal so hoch ist, mal so hoch ist, mal sehen, was wir brauchen, was wir können, wer kommt, wer geht nicht. Ja. Das sind alle diese Unwörter, die wir auch, Gott sei Dank haben wir die vergessen. Ja, mit dem Zynismus beschäftigst du dich ja in dem Buch halt eben auch. Und das mit dem Atmen ist tatsächlich ein Klassiker der CSU, denn Söder hat es ja zuletzt nochmal ansatzweise wiederbelebt mit der atmenden Öffnungsmatrix im Zusammenhang mit... ja, was war es denn dann halt? Irgendwann zwischen Welle 2 und 4 war es, ich glaube, letztes Jahr um Ostern, irgendwo zwischen Brücken-Lockdown und Osterruhe kam auch die atmende Öffnungsmatrix und das war Söder. So, das ist toll, ja. Aber atmende Öffnungsmatrix finde ich toll. Aber es ist so ein Classic Söder eigentlich auch. Ja. Ne? Wo stünden wir eigentlich jetzt mit einem Kanzler Söder? Also ganz weit vorne. Ja. Also da wissen wir... Also man kann ja über Scholz oder über Laschet kann man vieles Böses sagen, was ich gar nicht sagen möchte. Ist ja auch schon geschehen. Weil, ja, es ist sehr geschickt. Weil, Laschet, was immer man über sagen kann, er hat Söder verhindert. Also alle Achtung, alleine das ist ihm wahrscheinlich ein Platz im Hall of Fame der deutschen Nicht-Kanzler. Das muss man auch mal sehen. Da alles ja, das ist zweite Sonne richtig. Wir reden immer über Kanzler, aber es gibt unendlich viele Nicht-Kanzler und die es fast geworden werden. Allein in der SPD jeder Zweite. So, ja, Samira zum Beispiel, 2009, da war es ja nun wirklich auf dem besten Wege dorthin. Ja. 2009, wir waren da nochmal Kandidat. Aber ich Steinmeier. Steinmeier, richtig. Steinmeier, die Älteren werden sich erinnern. Ja. Steinmeier, ja, der Weißkopf-Uhu. Aber er hat es ja immerhin jetzt, geschafft, trotz dessen, dass er als Kanzlerkandidat versagt hat. Obwohl er als, was war er denn noch? Na, er hatte damals, glaube ich, 23%. Er war Finanzminister. Oder? Finanzminister, war ja. Finanzminister. Nee, Steinbrück. Steinbrück war Steinbrück. Steinmeier war Außenminister. Genau, ja. Auch keine Leuchte in dem Falle.
Ja. Aber dann kam Heiko Maas und wir haben das alles vergessen, wie blöd er war. Also, das war also alles, wenn man von Heiko Maas gefolgt wird, dann kann man eigentlich nur glänzen. Also das dann richtig. Kann man posthum glänzen. Ja, das stimmt. Und wenn man auf Heiko Maas folgt, wie Annalena Baerbock, dann blüht man ja auf wie eine nur einmal im Jahr blühende Orchidee. Also das ist schon. Wobei man ja sagen muss, dass sie ja tatsächlich wirklich einen hervorragenden Job macht. Also alleine wie sie in der. Ja, also das ist zumindest mein Eindruck. Du ziehst schon die Luft langsam ein. Ich erinnere mich nur, was die Bild-Zeitung geschrieben zuerst. Sie ist Schock. Deutschland ist schockverliebt. Das hat mir sehr gut gefallen, das Wort. Es gibt auch schöne Wörter im Deutschen, die dann plötzlich entstehen. Zu Annalena Baerbock. Es galt ja mal, bis Heiko Maas, glaube ich, galt das, als Außenminister kann man nichts falsch machen, dann ist man immer auf Platz 2 des Politbarometers, mindestens Platz 2. Heiko Maas hat gesagt, es geht auch anders. Und Annalena Baerbock hat wieder in diese Rolle zurückgefunden. Wenn man ist nicht so schwer, als Außenminister vieles richtig zu machen. Sie macht vieles sogar besser als richtig. Also ihre Reden waren ja alle gut. Und da würde ich jetzt wieder anknüpfen, das Frau-Mann-Geschichte. Wenn ein Mann das gesagt hätte, was sie gesagt hätte über Kinder, und es wäre ein Weichei, der wäre keiner aufgestanden im Bundestag, der hätte kein, in Amerika vielleicht, bei der UNO, aber in Deutschland wäre das nicht gut angekommen. Ja. Männer müssen was, so wie Scholz sagen, Männer müssen sozusagen Worthülsen abreiern wie ein besoffener Uhu. Und nicht sagen sie nur noch in dem, ja, so wie hieß er immer früher, Scholz-O-Mat. Ja. In der SPD heißt er übrigens nicht Scholz-O-Mat, sondern das Möbel. Das finde ich schön. Ja. Finde ich viel okay. Besser. Ja. Also wenn das Möbel spricht. Aber kann ja auch eine. Da spreche ich lieber mit Alexa. Kann ja wohl. Wobei, das kann ja auch eine Form von Beständigkeit sein. Manches Möbel nimmt man ja über Jahrzehnte mit. Die Frage ist halt nur, wie viele Schubladen sind. Tonmöbel gab es so in den 60er Jahren, wo ich auch spielen. Das waren die typischen, meine Eltern hatten auch ein Tonmöbel. Ja. Das war die Firma Liesekötter. Die hat billige Plattenspieler in Gelsenkirchener Barock versteckt, damit man die auch in der Stube aufstellen konnte und nicht Technik in der Stube stand. Ach, das kenne ich war aber ganz auch. Böse, ja. Ja, das in der Stube stand keine Technik offensichtlich. Da das war dann aber Möbel. So, wurde dann so Entchen von Tarau gespielt und solche Sachen. Ja, Langspielplatte mit ganz vielen Märschen hintereinander, sodass die immer übersprangen, die billigen Nadeln. Aber das ist dir ja insofern ja auch geläufig. Du bist 1957 in Melle geboren. Ist das im Grunde genommen schon eine Zustandsbeschreibung? Ja. Ich würde sagen, mehr muss man dazu gar nicht mehr sagen. Eigentlich. Also da, wo Osnabrück schon so eine Art New York City ist. Ja, Brooklyn oder Tribeca, also irgendwie ein Teil, wo man nicht so sein will vielleicht von Joel. Wie hast du es da rausgeschafft? Ich habe es da rausgeschafft. Ich bin ein Produkt der Bildungsoffensive der SPD. Also wir erinnern uns an eine Zeit, es gab mal eine SPD, die wollte, dass die unteren Schichten auch auf die Uni durften. Und das war meine Generation. Die wollten nicht das Geld gleich verteilen, sondern die Chancen besser verteilen. Gleich kann man sie nicht verteilen. Ein Professorenkind hat immer noch mehr Chancen als ich. Aber ich hatte die Chance und durfte aufs Gymnasium gehen, was nicht so selbstverständlich war. Man fuhr mit dem Bus auf diese anderen Schulen. Runkel-Gymnasium hießen die im Volksmund. Ja. Heute heißen die Oberschule in Niedersachsen, sind aber eine Hauptschule. Und dadurch, ich habe BAföG gekriegt schon, also mein Vater ist sehr früh gestorben, ich habe BAföG gekriegt an der Uni, konnte da studieren, habe natürlich was studiert, was man heute nicht mehr studieren würde, glaube ich. Also ich habe Philosophie und Literaturwissenschaft, okay. Aber ja, man damals dachte, ich will mich dem Schweinesystem nicht als Beruf zur Verfügung stellen. Also diese Großkotzigkeit auch der 70er Jahre. Der Maschinenbaustudenten waren, also das ging irgendwie nicht. Ja. Was völlig albern ist, das war ein ernstes Studium, wir haben ja nur dumm rumgesessen und gelabert. Was war nochmal die Frage? Aber du hast es dann über Umwege, hast du es ja dann doch schon zumindest zu FFN geschafft, also dem... Wäre der WDR jetzt besser gewesen oder was schwingt da mit? Also ich würde mir das nicht... Nein, ich spreche voller Begeisterung. Ja, ich mache für WDR ja auch viel Radio. Ja, aber damals vor 30 Jahren oder noch länger, und da warst du ja zusammen mit Welke und Kalkofe, da habt ihr ja etwa... Also der Begriff Kult wird ja gerne verwendet. In diesem Zusammenhang kann man das, glaube ich, über das Frühstücksradio wirklich sagen. Und aus euch allen ist ja etwas geworden. Jetzt ist es nun so, dass... da sieht man es. Der Mann, der aussieht wie der Wiedergänger von Giovanni Di Lorenzo, das ist tatsächlich... Olli Welke. Ja, toll, ne? Bist du Unkenntlichkeit entstellt durch Haare? Ist es tatsächlich. Und jetzt ist es nun so, Olli Kalkofe lebt in Berlin.
Olli Welke hat es immer ein bisschen nach Bonn geschafft. Soweit man in Berlin leben kann, ja. Ja, das ist richtig. Olli Welke hat es immer ein bisschen nach Bonn geschafft. Du bist aber wieder auf dem platten Land. Ist das ja eigentlich schon das Stockholm-Syndrom? Ich bin ja überzeugter Niedersachse. Nicht, weil ich sagen würde, das andere ist doof, aber ich kenne einfach 1000 Leute in Niedersachsen. Es wäre völlig blöd, da wegzuziehen. Bis ich die woanders kennenlerne, brauche ich ja noch ein Leben. Das ist ja Unsinn. Ja. Und ich lebe gern auf dem Land. Ich lebe im Augenblick in einer, das ist nicht mal ein Dorf, das ist eine Siedlung von 60 Mitgliedern im Wald. Das reicht mir aber auch so ja. an Menschendichte. Ich finde, wenn die Leute in der Stadt wüssten, wie luxuriös die Leute auf dem Land leben, dann wären sie so neidisch. Und das, ich meine, sie gehen jetzt wegen Corona, ist das Land ja voll von Leuten im Wald. Sehe ich Leute, die ich letztens für ausgestorben hielt, wie Geocacher. Ja. Also Menschen, die verstecken Zettel in der Scheunung. Und da stehe ich neben dem Förster und wir machen beide so. Ja. Und da fährt, also alles gibt es wieder. Ja, alles, das ganze, der ganze Wald ist voll. Aber die Leute auf dem Land leben wirklich sehr luxuriös. Die meisten leben in selbst- und abbezahlten Eigenheimen. Sie haben ein bis zwei Autos, sie gehen vor die Tür mit Hund, mit Pferd, mit was sie haben. Und da ist Wald, ja, da ist nicht etwas, was man kaufen muss. Oder wenn man sich hinsetzt, ist da einfach irgendein Stucken und kein Geld, wo man muss man gar ein Cappuccino trinken beim Sitzen. Sondern man darf einfach so sitzen. Das sind alles so Luxussachen. Ich gebe ja Tage, wochenlang nichts aus. Guck mal, da sehen wir dich mit deiner Frau und den Hunden, mit den Rhodesian Ridgebacks. Ja, das sind die Hunde. Ja, man hat zum Beispiel Hunde. Und man muss nicht mit ihnen Gassi gehen, sondern man geht irgendwo im Wald sowieso, weil die einen heraustreiben, Gott sei Dank. Also die zwingen einen, also meine Hunde zumindest, jeden Tag 1,5 Stunden mit dem Fahrrad zu fahren oder zu Fuß daneben entsprechend länger. Und sie haben den entscheidenden Vorteil, dass sie keine weißen Flecken auf dem Mobiliar und auf dem Fernseher hinterlassen. Aber vielen Dank, Dietmar Wischmeier.